Gegenüber meinen israelischen Partnern mache ich daher immer wieder deutlich, Israel muss die Zivilisten in Gaza besser schützen, seine militärische Strategie anpassen. Und zugleich sage ich auch, israelische Familien müssen endlich wieder in Sicherheit leben können. Ich fordere daher auch von allen arabischen Ländern, dass sie den Terror der Hamas klar benennen. Ich fordere daher auch von allen arabischen Ländern, dass sie ihre Gesprächskanäle nutzen, um die Geiseln freizubekommen. Und die arabischen Länder müssen die Hamas klar auffordern, ihre Waffen niederzulegen, damit Israel nicht gezwungen ist, sich weiterhin so massiv selbst zu verteidigen. Gibt es in Ihren Gesprächen, gab es Überlegungen, dass das eventuell auch... We have a UN Security Council Resolution 1701. We need it to be implemented, fully implemented, really. And yes, with Hezbollah has to do something and Israel has to do other things so that we can implement it fully. This is in the interest of the people of both sides of the borders and in the interest of strengthening the Lebanese government as well. In Deutschland planten. Wir haben erfahren, dass wo. Ich verurteile die Gewalt der Hisbollah aufs Schärfste. Es ist kein Geheimnis, dass Iran die Hisbollah seit Jahren unterstützt. Wir fordern daher alle, die Hisbollah beeinflussen, auf, nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Israel und Libanon hatten sich zuletzt auf den Verlauf der Seegrenze zwischen beiden Ländern geeinigt. Wir dürfen nicht zulassen, dass Hamas und Hisbollah diese vorsichtigen Schritte des Friedens zunichte machen. Für alle Menschen in der Region ist es eine Katastrophe, dass Libanon und Israel heute wieder am Abgrund eines Krieges stehen. Diese Eskalation, an der wirklich niemand in der Region ein Interesse haben kann, muss verhindert werden.